So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Feuerrot Mega Randomizer Nuzlocke Parts. Und in der heutigen Episode sind wir wieder auf Island 1 stehen geblieben. Ich habe die letzten beiden Teammitglieder Fee und Mr. Morsi noch nicht trainiert, wobei wir natürlich noch nicht einmal wissen, ob das überhaupt Teammitglieder sein werden. Denn es war da in der Tat so, dass ich erstmal warten wollte, was ich ja noch auf diesen Islanden so fangen werde. Und zwar haben wir ja noch Island 2 vor uns, wir haben noch Island 3 vor uns. Und dann werden wir sehen, was ich so noch ins Team nehmen werde. Und dann wollte ich jetzt entscheiden. Ich meine, der PC-Server ist ja jetzt erstmal so lange offline, bis wir Celio, hieß der glaube ich, den einen Stein da gegeben haben. Und dann werden wir mal sehen, was Sache ist. So, erstmal müssen wir jetzt erstmal dieses kleine Event hier triggern in dem kleinen Spielcasino. Auf Island 2 sind wir jetzt gerade. Und ja, keine Ahnung, ob ihr das kennt. Das ist halt so ein kleines Event, wo ein kleines Mädchen namens Irma entführt wird. Von, wir werden sehen was. Jedenfalls wird sie vermisst und ein paar Biker machen nebenbei Island Nummer 3 unsicher. Und ja. So, was war das jetzt? Cup. Warte, was war das? Cape Bring. Okay, hier können wir natürlich ein Pokémon fangen. Weil erstes wollte ich hier in dieses Haus reingehen. Denn diese Frau bringt uns das ultimative. Ne, macht sie gar nicht, ne? Oder ist das auch random? Ob sie uns das ultimative Geschenk beibringt oder nicht? Ja, ich wollte das mistaken. Ja, eigentlich kriegt man hier einen Spezialmove, der hier in dieser Generation introduced wurde, also mit eingebracht wurde, integriert wurde. Ja, Integration gelingt spielend, wie Ilkay Gündoğan sagen würde. Aber anscheinend kann keins meiner Pokémon diese TM lernen. Was soll's. Jedenfalls. Leute, ich denke, wir surfen jetzt hier einfach mal. Können wir hier eigentlich hier runter surfen? Können wir sogar. Cool. Wir können aber halt nicht hoch surfen, ne? Ja, was soll's. Möchte ich mal gucken, was man hier so fangt. Oh mein Gott. Und ich kriege natürlich ein Loudred. Ein cooles Loudred. Das ist das coolste Pokémon, was es überhaupt gibt. Loudred, meine Freunde. Wobei man natürlich die Entwicklung. Loudred. Kravums. Ob eigentlich Explode nicht nur das schätzen darf, denn Explode ist ein Pokémon, was ziemlich gut ist. Und ich nenne das jetzt erstmal Schreibitsch. Schreibitsch ist ein geiler Name, weil das Ding mal rumschreit. Schreibitsch. Ne, was war das? Schreibitsch. Schreislatt. Ne, ich nenne es Schreislatt. Doppel-S-S-S. Was? Ne, auf dieses Niveau wollen wir uns jetzt gar nicht mal herabbegeben. So, Schreislatt. Ich glaube, in X und Y wäre das gebannt worden, weil in X und Y gibt es so einen komischen Dingsfilter. Einen, Namensfilter. Also einen Nickname-Filter, der, gewisse Nicknames raussortiert. Wenn ihr zum Beispiel euer Pokémon Penis nennen wollt, dann geht das nicht mehr. Versucht das mal aus. Dann steht da, dieser Name ist nicht zulässig. Und es gibt einige Namen oder einige Nicknames, die dann auch noch nicht, was macht der Typ denn da? Die arme Frau wird hier terrorisiert von Bikern. Na, na, na. Und ich glaube, wir haben auch nicht genug Pokebälle. Das könnte unter Umständen ein bisschen blöd werden. Aber wir werden sehen. So, Three Island. Hier gibt es glaube ich auch gar nicht. Hier können wir auch noch gar nicht lang. Ah, doch, können wir. Stimmt, wir haben ja schon den Nationaldex. Und dann können wir auch hier Three Isle Port ein Pokémon fangen. Aber was für Pokémon gibt es hier denn? Was für Pokémon gibt es hier denn? Hier gibt es. Nein! Nein! Und ich habe nur 7 Pokébälle. Ich habe nur 7 Pokébälle. Nein! Nein! Es hat Insomnia kopiert! Es hat Insomnia kopiert! Trolldon! Troll! Was machen wir jetzt? So, Mr. Morsi. Das einzige Pokémon, mit dem ich dieses Groudon schwächen könnte. Ah, Sunspore! Ich habe Sunspore! Oh mein Gott, das ist geil! Ich will dieses Groudon haben! Und hier auch die ganze Roleplay zu machen, mein Freund. So, was können wir noch benutzen? Wir könnten. Bite? Oh, Iceball, okay. So, mach nochmal Iceball. Macht er auch. Muss er ja auch. Unleashed my power. Wie Damage machen wir? So, nochmal Bite. Das könnte jetzt unter Umständen die Scrawlung töten. Aber ich bin bereit, das einzugehen.
Es bringt um. Es bringt das Groudon um. RIP Groudon. Nein! Das war die Gelegenheit! Troll Groudon! Du fette Bitch, Alter! Oh mein Gott, ich hätte ihn. Ah, das ist das. Aber. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob Blaze. Ich glaube, Blaze hätte gekillt, dank Step. Und ich glaube, Groudon war auch von Typen Stahl. Das haben wir auch einmal im Mondberg encountert. Und. Fuck! Kein Legi in diesem Run, außer Rayquaza. Aber dieses Groudon war echt gut. Also gegen Groudon hätte ich nichts gehabt. Mit Ice Ball, da hätten wir auch ein bisschen sweepen können. Ice Ball, dieser Walzer nur halt in Eisform. Finde ich sehr schade. Extrem schade. So, Slowking von Typen Stahl, ne? So, Uri, komm mal rein. Ja, ich kann euch auch heute mal ein bisschen was von meinem Tag erzählen. Wir hatten heute die Weihnachtsfeier in meiner zweiten Klasse. Die erste Weihnachtsfeier hatten wir schon. Die war dann in der Klasse, in der ich immer nachmittags bin. Und heute war dann halt die Weihnachtsfeier in der Klasse, wo ich dann immer vormittags bin, bei meiner alten Klassenlehrerin. Und das war super toll. Also die Atmosphäre... Wollt ihr mich verarschen? Wo kommen die ganzen Stahl-Pokémon her? Die Atmosphäre war 1A. Die war wirklich unglaublich toll. Die war richtig gechillt. Die Eltern, die wollten mich mit Kuchen voll... vollhauen, bis ich wirklich mit 100 Kilo den Raum verlassen hätte, den Klassenraum. Und keine Ahnung, aber es war einfach so chillig. Die ganze Atmosphäre, das hat mir so gut gefallen. Und ich glaube einfach, es sind Momente wie diese, wo es sich lohnt, Grundschullehrer zu werden. Ja, ihr könnt umsonst Kuchen abschrauben. Richtig gut. Oder auch umsonst essen. Und ihr habt halt so diese chillige Atmosphäre und ah, Leute, es ist einfach nur alles richtig geil. Und irgendwann müsste ich auch mal Items auf meine Pokémon verteilen, ne? Das wäre nicht schlecht. So, Present halt jetzt erstmal meine KP auf. Thank you, Hitmontop. Das ist eine 1A-Klasse Aktion von dem Bruder. So, und diese KP nimmst du mir. Boah, Krillit. Du alte Bitch. Und was mich bei Minotaur oder Minotaurus enttäuscht mich gerade ein bisschen, denn ich hätte mir ein bisschen stärker physische Attacken jetzt erhofft, ja. Mit Poison Tail, Metal Claw und Silver Wind kommt man, glaube ich, zurzeit auch gar nicht mehr so weit. So Sludge. Da wechseln wir lieber mal auf Gadol. Das ist mir das Risiko nicht wert. Sludge und Sludge Bomb. Was ist das denn, ey? Du bist ja voll die Sludge Bitch, Entei. Sludge Bitch. Ah. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, mit der Weihnachtsfeier, es war eine super gechillte Atmosphäre. Die Eltern haben mir Sachen erzählt, von denen ich bis jetzt noch nichts wusste. Also die ganzen Kinder in der einen Klasse, die erzählen dann da wohl wirklich rum. Ja, der Herr Beng, der ist ein richtig cooler Typ und ich mag den richtig. Und oh Leute, ihr wisst gar nicht, wie mich das berührt hat. Hat mich sowas von gefreut, sowas zu hören. Von meinen Schülern. Es sind ja auch wirklich mehr oder weniger meine Schüler, ja, weil... Die sind jetzt auch seit Anfang des Jahres unter meiner Obhut. Unter anderem unter meiner Obhut. Aber ich sehe sie schon so als meine Schüler an. Und das ist einfach mein Beruf. Und ich kann euch jeden nur dringend ans Herz legen, wenn ihr Interesse habt, irgendwann mal Lehrer zu werden. Probiert es erstmal in der Grundschule aus. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Das ist einfach eine Erfahrung, die sich lohnt. Für die ihr nicht enttäuscht werdet. Es ist einfach nur Schockgüsel. Anders kann ich es nicht definieren. Anders kann ich mich jetzt gerade nicht ausdrücken. Es ist einfach nur richtig gut. Ja, und das wollte ich euch jetzt erstmal nur so ans Herz legen. So, Lostell heißt sie auf Englisch. Ich habe Feuer Rot Blatt noch nie auf Englisch gespielt. Lostell. Und hier gibt es in der Tat einen Pokémon-Markt. Habt ihr gerade diesen epischen Move gesehen? Dreimal hintereinander mit der Wand sprechen. Dann kommt Mew. Also, wenn ihr das noch nicht wusstet, ne? Sagt euren Eltern. Wenn die früher auch diese Edition gesuchtet haben, so kriegt man nämlich Mew. Witz kommt raus, ja. Irgendeiner, ich merke schon jetzt, irgendeinen, der im Kopf sich denkt, ja, Regi, halt die Schnauze, alter Bastard. Ja, manchmal muss das auch mal sein. So, Moment, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt auf der Bond Bridge. Die Bondage Bridge. Bondage Bridge. Ja, egal. So, und was finden wir hier? Wir finden... Oh, Kidworm!
Kidwurm! Kidwurm ist toll. Dann wächst ja erstmal Morsi raus. Morsi hat uns eigentlich. Das Ding hat Flashfire. Wie zum Teufel soll ich dieses Bagen besiegen? Wie zum Teufel. Stunswap, bitte. Ah, okay. Ey, nee, das ist jetzt Raw ein, kann das sein? Nee, Counter. Okay. Das hat jetzt zweimal Iron Defense. Und es kann Wish. Wusste ich, dass Mutalanda Wish lernen kann? Ich glaube, in XY. Doch, es kann. Mutalanda kann Wish lernen. Da sollte man immer im Hinterkopf bewahren. Das ist zwar nur ein kleines Event gewesen, irgendwann mal in Japan. Aber Mutalanda kann Wish erlernen. Habe ich sogar mal so Wish Passer gespielt irgendwann. Also Wunschtraum. So ein defensives Mutalanda. Also. Wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, irgendwann im Simulator könnt ihr doch ruhig mal ein Mutalanda ausprobieren. Wishpasher. Was ist denn heute mit dir los? Bei mir ist heute der Gau drin. So, Bagen. Ich nenne das Ding Kai. Weil es weiblich ist. Keine Ahnung warum, aber ich nenne es Kai. vielleicht kommt da eine versteckte Message ja eventuell mal an. Kappa. So. Und es gibt da etwas, was mich in letzter Zeit sehr interessiert hat. Vielleicht auch euch. Und zwar habe ich ja einmal die Woche so jeden Dienstag bin ich immer in so einem Kartenladen, ne, wo ich so ein paar Kollegen treffe, TCG-Kollegen. Und manche sind da jetzt schon auch schon seit längerem dabei. Und ich blätter da manchmal durch ihre Tauschordner, weil die da auch so altes Zeug drin haben, was halt nicht mehr spielbar ist, weil in Pokémon ist das so, dass die Karten dann halt immer rausrotiert werden. Und manchmal gucke ich mir dann diese Karten an, dann denke ich mir, cool, ja. Und es gab mal eine Zeit, da wurden so solche Pokémon, die hießen dann Delta Species, gedruckt. Delta Species Pokémon waren Pokémon, die einen anderen Typen hatten auf der Karte. Es gab zum Beispiel ein Kapaloris, was ich so total geil fand, das habe ich in der Mappe gesehen. Kapaloris Delta Species und das war vom Typen Feuer. Kapaloris vom Typen Feuer. Jetzt werden sich einige wahrscheinlich denken, was? Kapaloris Typ Feuer? Passt auch gar nicht. Aber es war dann wirklich in der Tat so, dass das Kartdesign an den Typen auch angepasst wurde. Das heißt, dieses Kapaloris war dann halt vom Flammen umgeben. Googelt einfach mal, wenn ihr jetzt interessiert seid, wie das aussah, nach Kapaloris Delta Species Fire. Also Feuer, das war halt ein Feuer Delta Species, so. Und guckt euch das mal an. Also ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Idee dahinter, ja, in den Karten, die hätte man doch eventuell sogar in den Pokémon-Spielen mal ein bisschen umsetzen können. Was ich zum Beispiel mal cool fand, war, kennt ihr noch im Anime, das kristallene Onyx. Kennt ihr das noch? Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das war ganz früh auf den Orange-Inseln. Vielleicht ist das noch für einige zu früh, die dann eher später angefangen haben mit Gold, Silber. Um den Gold-Silber Arc, aber ja, überlegt euch doch einfach mal, das war oder ist total cool gewesen, so diese Idee dahinter, mit diese Delta-Species, oh, Pidgeotto mit Sandsturm, kommt sogar ein bisschen hin, also passt sogar ein bisschen, also Pidgeotto, egal, so, yay, yay, Pokémon, ja, Kimberly, und ich weiß nicht, was haltet ihr denn so von der Idee? Ist mir so letztens so eingefallen, dass ich das eventuell mal in einem Video thematisieren könnte. Und ich fand das richtig geil. Was ich richtig feiern würde, wäre eventuell mal so ein Akani mit einem unterschiedlichen Typ. Was ich mir bei Akani zum Beispiel richtig gut vorstellen könnte, ist, dass Akani eventuell noch einen als zusätzlichen Typen im Kartendesign Kampf bekommt. Es kann ja auch Nahkampf und es sieht ja auch relativ kräftig aus. Es ist ein Hund oder ein Tiger. Es ist ein Tiger, kein Hund. Und ich weiß nicht, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Akani eventuell ein Kampftyp wäre. Ein Elektrotyp könnte ich mir vorstellen. Vielleicht sogar ein Eistyp. Wer weiß. Also es gab da schon einige Sachen, die mich auch sehr gewundert haben. Könnt ihr mal nachgucken, welche Pokémon es da als Delta Species gab. Es gab zum Beispiel auch noch ein was war das?
Okay, cool. Unleashed Coconut. Es gab ein Elektro, Impergator, Delta Species. Und ich finde diese Idee dahinter mit den ganzen Delta Species Karten extrem cool. Würde mich freuen, wenn ihr euch mal zu diesem Thema äußern würdet, was ihr so davon halten würdet. Und ja, genau, zu diesem Kristallen und Onyx, beziehungsweise Stählern und Onyx. Ihr kennt doch noch dieses Onyx aus Naranja. Ich hatte mal ein Naranja Let's Play. Kennt ihr noch Pokémon Naranja? Naranja zu Spanisch, glaube ich, Orange. Naranja heißt ja Orange. Und das war auch vom Typen Stahl-Eis, glaube ich, das Onyx. Es sah halt aus wie ein normales Onyx. Es wurde halt nur, der Sprite von Onyx wurde halt nur kristallisiert. Es war dann halt so hellblau, so diamantartig, eisartig. Eher diamantartig, genau. Und der Typ von dem Onyx war dann wirklich einmalig Eisstahl, meine ich. Cooler Typ. Eisstahl. Ja. So, und wir sind jetzt im Berry Forest, im Bärenwald. Und ich würde sagen, hier machen wir auch noch einen Cut für heute. In der nächsten Episode, denke ich mal, werden wir uns Giovanni vorknüpfen. Und meine Freunde, von daher, haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig, euer Bänger der Zehnfinger. Ciao!